Mhm. Ah, wieder gefesselt, das gibt's doch nicht. Nein, ich hab mich selber, ich wollte... Ach, hat sie jetzt... Ah. Hat sich selber geheilt, alles cool. Trotzdem muss ich irgendwie dann mal wiederbeleben. Oh, komm schon. Nicht wegen können, ist doof. Heilung. Ich darf wieder... Ach, ihr blödes Pseudo... Spezialangriffsding. Egal, komm dann, Ben. Wir haben es fast geschafft. Trotzdem relativ easy der Kampf mit Charla jetzt. Aber ich wollte es wirklich schaffen, eigentlich. Hätte ich jetzt Ricky selbst gesteuert, wäre es eher was geworden. Aber ist egal, komm. Wir haben es geschafft, fertig aus. Was willst du mehr? Toll. Nichts, was ich brauche an Waffen. Bloß für Charla und für Melian. Super. Genau die beiden, die ich nicht im Team habe. Hat sich gelohnt. So, und wieder runter. Immer auf 42. Wir haben ja schon hier ein bisschen stärkere Gegner gehabt jetzt. So. Und jetzt kann ich natürlich wieder völlig von einer bestimmten Sache ab, na, ihr ahnt es vielleicht, Story machen. Deswegen laufe ich jetzt fix hier oben noch lang, wo ich erst hinlaufen wollte. Ich bin hier bloß stehen geblieben wegen dem Bosskampf. Und laufe dann aber straight zum Story-Teil, zum nächsten. Ehrenwort. Versprochen. Ganz in echt. Oh Mann, ey. Dun, 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 dun. Hüpf mal ran an diese Wand. Hui. Was haben wir Schönes? Ein Geheimpunkt. Podest von Belfaga. Sieht ein bisschen wie Belfagor, aber ich glaube nicht verwandt oder verschwägert. Glaube. So, da waren wir schon mal gewesen. Wir scheinen jetzt abrupt runterzugehen. Aber nichts, wo man runterspringen sollte, schätze ich mal. So, und da ist der Anfang der Stage, wo wir schon mal waren. Oh Mann, ey. Ja, gut dann. Ich hüpfe doch runter. Mal gucken, was passiert. Juhu. Au. Nächste Rutschpartie. Juhu. Und tot. Egal, es wäre eh da, wo ich hin wollte. Ich wollte nur, ob man einfach auch runterrutschen kann. Und das überlebt aber scheinbar nicht so ohne weiteres jedenfalls. Ja, verdammt. Nee, jetzt habe ich einen Reisepunkt. Hat da doch nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Egal. Und ja, ich spiele ja so, wie ich das will. Aber ich will ja jetzt Story machen. Mensch. Hier habe ich ja alles gecheckt an Sachen, ne? Gab nichts Geiles mehr für uns und so. Das wäre besser für sie gewesen, siehst du? Das hier eigentlich auch. Das aber nicht. Ja, egal, komm. Völlig wurscht. Mhm. Also weiter. Der Weg ist ja weit genug, bis wir... Ich sehe unser Story-Ziel gerade gar nicht. Halt, warte. Deswegen glaube ich nicht. Naja, weil es unter uns ist. Also irgendwie dahin. Dauert nicht lang, denke ich. Das könnten wir noch schaffen heute. Mit ein bisschen Glück vielleicht. Blöde Riff-Nebulas, ich kann sie nicht leiden. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt straight dahin komme. Ich glaube, hier durchlaufen, runter, einfach geradeaus, passt schon. Ich bin mir noch nicht sicher. Müsste aber eigentlich. Ah, da oben waren wir ja schon drauf gewesen. Ja, genau, da auch. Ja, ja, doch, doch. Passt schon, denke ich. Hoffe ich. Wird schon. Mann, 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 Mann. Oh, Level 96er Viecher. Okay. Weitermachen. Da. Grüner Kristall, da muss ich hin. Mit ein bisschen Glück bekomme ich da Tempo. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß.
Na, jetzt seht sie es. Die nehmen wir mit. Oh, mein Gott, ich bin begeistert. Lass mich in Ruhe, ich habe euch gar nicht angegriffen, was war dann, Ben? Ich schwöre, er war's. Oh, was, schon tot? Eben ging die noch ziemlich gemächlich runter, jetzt ist er aber weg. Oh gut, passt für mich. Meine Traktur. Meine Traktur zum Zweiten. Und meine Wind-Ether-Ader. Das Geräusch hat mir gerade einen super seltenen, super guten Kristall beschrieben. Au. Nein, ich hab keine Panik, alles cool. War alles im geplanten Rahmen. Das Ding wiederum nicht cool. Streitaxt, Brutan. Das sind keine Trutan, das sind Brutan, weil die brutaler sind als andere. Ist klar, ne? Das gibt sich völlig von selbst. Hi! Ja. Ich meine, man kann ruhig ein bisschen nehmen, weil die Monstermission abgrasen. Da ist, glaube ich, nichts gegen einzuwenden. Ich habe keine super langen Kämpfe, das geht alles noch. Das schon wieder nicht. Hätte sogar dreimal aufgelegt gerade in der Zeit. Okay, das liegt doch mal nicht an meinen Joy-Cons. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch letzten. Ich weiß nicht, den letzten Sonntag auf jeden Fall. Ich habe letzten beiden Sonntag habe ich auch mit Controller gespielt. Da war kein Problem gewesen. Und jetzt auch wieder. Meine Fresse. Gibt's doch gar nicht. Und entweder auch jetzt seine Problemchen oder ich weiß nicht. Vielleicht ist das Problem mit Bluetooth von der Switch und nicht die Controller selbst. Das wäre noch ein Stück weit übler, wenn das so wäre. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich will mir keine neue Switch kaufen jetzt, die letzten Meter, bevor es die neue gibt. Das ist echt nur ein Problem, wenn ich nicht im Handheld-Modus spiele. Sonst geht es problemlos. So. Nicht schön. Doch, schon ziemlich schlecht. Nur anders als ihr denkt. Da, hier eine Dreiergruppe. Auf euch mit Gebrüll! War gutes Gebrüll, ne? Mega. Ich bin selbst verblüfft von mir, muss ich sagen. Haben mich gefesselt, das kann ich ja so gut leiden. Chain Attack and Finish This. Okay, machen wir. Mal gucken, ob es reicht. Ja, zack. Also es reicht bitte vorne nicht für die Chain Attack zum Beenden des Kampfes, aber hey, was soll's. Zwei tot immerhin. Das schon wieder nicht. Es gibt es doch einfach. Komm schon. Meine Güte. Samira, brauch mal Hilfe. Capture als angeschlossen, passiert nichts. Was? Bist du in der richtigen Szene drin, Samira? Ist jetzt schwierig per Fernanalyse. Warte kurz. Sonst klick mal auf die Medienquelle, wo die Capture gerade ausgewählt wurde. Ich gucke das erste Mal im Video nochmal hier zwei. Und wähl da mal bei Gerät die Mirabox Capture an. Also Rechtsklick, Eigenschaften und dann hast du halt nochmal dieses extra Fenster. Ich kann es gerade schlecht zeigen. Ist ja doof. Aber lässt sich jetzt per Ferndiagnose total schwierig beantworten, die Frage. Wenn es das hier ist, weiß ich auch nicht. Oder einfach mal die Capture Card ein- und ausstöpseln. Achso, ich mach Pause. Passt, glaube ich, tatsächlich gerade einigermaßen. Gut, dann mache ich ganz kurzes Päuschen. Versuche mal Samira da, weil das muss jetzt hier im Let's Play nicht sein. Liebe Leute, bis gleich. Ich hoffe gleich, nicht lange.
Wir sehen uns. Tschüss. So, das war gar nicht so schwer. Problem hat sich erledigt. War doch, wie ich gesagt habe, einfach nochmal die Capture Card abwählen in dem Menü, was ich meinte, und wieder anwählen. Der Fehler war aber, sehen wir ja gerade, dass ich es halt nicht zugemacht hat. Hätte mal die Capture Card selbst ausgewählt, aber nicht mal abgewählt gehabt. Und jetzt geht's. Jetzt passt das bei ihr. Jetzt müsste sie wahrscheinlich auch gleich wieder streamen, aber jetzt sehe ich gerade, dass sie offline ist. Ach, keine Ahnung. Wir machen erstmal weiter. Und hofft mal, dass sie mir auch entsprechend gleich klarkommt. Aber wie gesagt, ihre Aussage nach ging das jetzt. Autsch. Ich habe ein Loch gefunden. Ich gehe ins Loch. Muss sein. Muss sein. Wenn man was findet, muss man es auch benutzen. Oder sowas in der Richtung. Ein Brutanlager. Sieht bei mir nach Fleders aus als Brutans. Aber cool, wenn ihr meint. Ich gehe nach links, 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 links. Irgendwie hat er wieder nach oben geklickt, der mittleren Dingens. Aus irgendwelchen Gründen. Was wird wahrscheinlich einfach nur am Steuerkreuz liegen. Das ist ja nicht so geil am Pro-Controller. Weiß man ja leider auch. Keine komplette Neuigkeit. Aua. Nee, ich glaube, es ist nichts kaputt. Das habe ich auch schon mal. Ich wusste ja, was ich machen muss, weil ich es auch mal gehabt habe mit der Capture Card, dass ich mich auswarmen. Ich auf diese Art und Weise wieder reaktivieren konnte. Habe ich aber nur ein, zwei Mal gehabt und dann nie wieder. Also keine Ahnung, ob das jetzt ein wiederkehrendes Problem wird oder nicht. Aber ich musste mir ja gucken. Selbst wenn, jetzt weiß ich, wie es weben kann und Problem löst das Ende aus. Passt. Ja, und da ist die Gabi auch nicht mehr aussieht. Sehr gut. So, Moment. Sekündchen. So. Zum Glück. Da muss ich hin. Okay. Sieht nichts aus, als käme ich da hin, weil hier links ist gleich Ende Gelände. Schauen wir mal. Wow! Könnte ein Boss sein? Bin mir nicht sicher. Aber ich mache mal einen Kampf einfach. Wir finden das raus. Wenn es danach aber niemals gibt, war es ein Boss. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn die Kampfmusik entsprechend sich anhört. Nein, ist kein Boss. Ganz normale Musik. Was soll's? Killen wir trotzdem das Vieh. Nehmen wir mit. Piu! Leave it to Hero-Pon. Müssen die Gruppen erst wieder auffüllen hier. Kann auch nicht schaden. Ja. Sehr gut, Dunban, hast du wunderbar gemacht. Verdammt. Er hat sie bewegt. Angriff ins Leere mit Verteidigung reduzieren. Komm schon. Er macht sehr wenig Schaden. Ist halt kein Boss, ne? Lass ab von mir. Geh zu Dunban ran. Danke. Au. Autsch, habe ich gesagt. Ah, ich bin verohnmächtigt. Jetzt sind alle verohnmächtigt. Ja. Danke fürs Aufmuntern. Halt mich lieber. Danke fürs Heil. Ah, Vision. Ich wollte. Ist egal. Komm. Stirb, du Königin. König. Verzeihung. Verzeihung. So, bevor er es machen kann hier, haben wir ihn kaputt. Der China Deck, würde ich sagen. Oh, hier, sehr schön. Zack. Stärkstes Spezial der Welt. 4 Angriffe, 4 starke Angriffe. Wenn B funktioniert, mega. So. Mitnehmen. Brandelschmuck. Kopfschmuck, ja? Ich höre mal bei Kopfschmuck und bei Stiefeln ganz kurz nach, denn das sind wieder das Levelbereiche, wo ich denke, dass die besser werden könnten. Sind sie auch. Siehste. Siehste, endlich mal was. Tauschen, ausrüsten. Ja! Ich hab's geschafft. Auch hier. Beides besser. Jawohl, ja.
Wir haben endlich neue Items, die wir uns ausrüsten können. Wird auch mal Zeit, ey. Wird auch mal Zeit. Oh. Na gut, okay. Jein besser. Es ist halt mehr physische und weniger Ätherabwehr. Tja. Wie sieht's bei dir aus? Ah, wie ist wieso? Käse. Gut, okay, lass uns erstmal dabei. Aber hey, wir wissen jetzt, ich könnte die Typen besiegen. Ich habe eine gute Chance auf neue Items, die besser sind. Das ist was wert. Nichtsdestotrotz, ich will zur eigentlichen Quest weiter. Hier auf dem... Ach, war es ja auch, siehst du. B-Punkt gehofft. Nee, dann passt das schon. Ich bin immer sehr ungern in Spielen wie diesem hier, generell in RPGs, in Spielen, in Eisgebieten, in Schneegebieten, mag ich nicht so gerne. So auch Berg Wallach, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich halte mich hier nicht gerne auf einfach, ich weiß gar nicht wieso, weil es so karg ist, weil die Landschaft so ein bisschen lahm ist, immer ich. Kann's nicht genau sagen. Im echten Leben mag ich Schnee sehr gerne, alles drum und dran. Beim Videospielen haben sie mir irgendwie immer aus irgendwelchen Gründen anstrengende Gebiete. Jedes Mal. Oh. Da muss ich hin. Irgendwie. Vielleicht über den Weg da hinten mal gucken. Oh, guck mal hier, ein Noborn. Ein Forscher-Noborn. Aha, aha, so, so. Da komme ich aber auch nicht lang. Denn hier ist eindeutig nichts für mich. Na toll, wie mache ich das jetzt am schlauesten? Crush Pow! Dreh dich weg bitte, danke. Ah. Nicht so weit wegdrehen. Also. Und das. Crush Pow! Ganz viele Crush Pows hier. Ja. Läuft. So. Also, ja. Ich könnte natürlich springen. Sieht nicht so gut aus, dass wir es überleben. Da muss da wohl doch irgendwie eine Höhle wieder sein. Aha. Eine Höhle. Die gleich vorne genommen. Die dann nehme ich jetzt. Die Höhle führt nach unten. Natürlich erstmal in die falsche Richtung. Das sieht man ja. Aber lasst euch nicht beirren. Das wird schon das Richtige sein. Zumal da auch Fackeln sind. Also das ist schon irgendwie erkundet. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Glaub. Finden wir raus. Finden wir raus. Finden wir raus. Wuhu. Wow. Wow. Au. Nö. Was? Bin irgendwie abgeprallt gerade, das war so nicht geplant. Egal, wir sind sicher in einem Eiswasser gelandet. Muss super kalt sein, aber ist egal. Wir stecken das weg. Na gut, Ricky hat sowieso Fell. Aber, ich werde mich sofort... Hallo? Nochmal nach oben begeben, denn ich glaube, an der Stelle muss ich immer mal springen drücken, um weiterzukommen. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, um Dinge zu tun. Kommen wir jetzt, glaube ich, trotzdem weiter. Aber dennoch. Da, siehst du eine Quest und ein Lager ist hier auch nochmal. Und ein grüner NPC vor allem auch. Und ein Reisepunkt. Alles, was man braucht, heißt das. Da, Kuku. Ein Forscherkollege ist losgegangen, um Brutanvolk zu erforschen. Aber immer noch nicht zurück. Vielleicht was passiert. Was soll Dakuku nur tun? Das ist doch nicht. Vielleicht Quests aufgeben. Ein Kollege wollte nur kurz berg runtergehen. Mache große Sorgen, kann aber nicht weg hier. Forschungsleiter muss hier sein, falls Kollege zurückkommt. Nicht ganz verkehrt, der Gedanke. Apropos, zack. Baba, verkloppt, hat er gesagt. Ja, machen wir auch. Monsterquests ohne Ende. Haben wir ja noch nicht genug hier in diesem Gebiet. Also was soll's. Ah, das habe ich gerade, das Item. Nö. Okay, also hier kriegt es auch langsam neue Waffen rein.
für dann eine bessere Waffe, Sache sogar. Erheblich besser. Ein bisschen besser. Viel komischerweise schlechter. Knastop kennen wir schon. Handschuhe haben wir auch schon lange. Tapfer-Shorts. Ja. Drei Stück dafür. Ja, super. Läuft. Der Rest ist wieder einfach nur wie gewohnt. Hey! So. Ein bisschen Ausrüstung wechseln, würde ich sagen. Ab dafür. Und wir gucken gleich mal auf die Talentbäume rauf nebenbei nochmal. Ganz, ganz nebenbei. Und tauschen und ausrüsten. War hier was Neues gewesen? Nee, hier nicht, wa? Irgendwie ist hier... Ach, warte, das Ding ist falsch. Physische Abwehr. Hartrüstung. Nicht schlecht, aber... schlecht. Knast-Handschuh austauschen. Nee, was hatte ich? Hatte ich... Knast-Shorts? Ja, Knast-Shorts waren es gewesen. Tauschen. Flop. Habe ich ja gerade neu gekriegt. Kein neuen. So. Auch mal so machen. Nix. Nee, das war das hier gewesen. Flop, flop, flop. Und bei dir war er nicht. Ach, deswegen. Siehst du, weil er das lila-rosa Teil drin hat. Bringt das nicht wirklich was für ihn. Aber das geht auf jeden Fall. Plopp, plopp. Und auch hier nichts Neues, richtig. Wobei die natürlich nett wären, aber gibt es ja schon. Ah! Ich habe die zweimal. Okay, cool. Ich dachte euren Ton. Was geben wir dir jetzt Schönes, Ricky? Was geben wir dir Schönes? Giftschuss, Äther, Mutwandel, Äther, Abwehr. Fallschutz? Nee, das eher nicht. Ein Stacheln ist Quatsch, weil er kein Tank ist. Heilung oben drauf, komm. Heilung macht er ja. Und hey, guck mal, er hat was gelernt. Und zwar Tempo da oben. Das brauche ich. Okay. Ricky, geben Tempo uns. Dann haben wir jetzt den maximalen Wert erreicht, ohne Item, siehst du. Gut. Sind bloß 5 Punkte in Harmonieleiste. Das ist okay, vertretbar völlig. Und jetzt haben wir trotzdem maximales Lauftempo mit Schulk. Endlich wieder mal drin. Ja, nur mit 21 plus? Weil das nicht drauf zählt? Moment. Nur mal so testen. Entfernen. Es müsste hier immer noch 21 stehen, richtig? Ja, okay. Dann wird es da bloß nicht eingerechnet, leider. Aber es ist trotzdem drin, also das ist sicher. So. Kann aber sein, dass das dann heißt, dass wir 5% nochmal oben drauf gehen auf den Hauptwert. Das weiß ich nicht genau. Achso, ist Guri gleich gewesen. Tut mir leid, ist wieder da. Cool. Ja. Nochmal daran hatte ich gesagt. Wir wollen nochmal einen Hopser machen. Kann ein bisschen Timing erfordern. Ich glaube, ich kriege es sofort hin. Auf Anhieb, jetzt wo ich weiß, dass ich es machen muss. Husch. Ja, geschafft. Hui. Im echten Leben wäre es ganz schön gruselig, sowas zu machen, aber hier ist es macht Spaß. Uah. Ich bin schneller als jedes Auto der Welt. Alter, was ist hier los? Ich falle. Oh, ich bin zu tief gefallen, natürlich, war ja klar. Ich sollte vielleicht nicht nach vorne drücken dabei, das habe ich nicht gerade gemacht. Da bin ich wohl doch noch viel zu schnell gewesen. Einfach nur runterrutschen, springen und nochmal springen. Da hat bereits gesehen, auch am Ende gab es nochmal so einen kleinen... Punkt, wo ich hinkomme, weiterkomme. Autsch. Rutschen. 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 Na? Nein! Wir sterben. Alles cool. Hüpf! Da! Jetzt sind wir hier. Und das ist auch Teil meiner Quest, die ich hatte. Ich glaube, ich sogar einen Bossgegner oben drauf. Na? Na? Nein? Der... Zanger! Der Zanger da. Hallo. Genau der. Ich
mache mich lieber 2 Level nach oben. Sicher ist sicher. Und ich speichere vom Kampf. Ja, das mache ich aber mal. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ganz dezent. Ach, komm schon. Jetzt haben wir ihn. Ist gleich wieder, habt ihr gesehen? Der ist gleich wieder zurückgesprungen von dem Rückangriff zum Vorderangriff. Ich weiß nicht wieso. Das dürfte nicht passieren beim Steuerkreuz. Weil links und rechts doch auseinander sind. Ein ganzes Stück weit. Ich glaube echt, die Bluetooth-Verbindung ist ein bisschen kacke, einfach. Aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht ist auch das Mikro, was halt dick davor steht. Schau mal. Pass auf. Mach das Mikro ein bisschen zur Seite, den Switch ein bisschen anders, bleibt das dann besser. Kannst du nicht genau sagen, wir probieren es einmal aus. Lasst mal alles in Ruhe hier. So, abgehalten, dein Angriff. Genau. Ich hab Bock auf das hier. Verdammt. Geh direkt bei mir. So, so. Heia! Aha. Stärke runter, das brauche ich auch ganz dringend. Zack. So muss es sein. Und jetzt hier ein bisschen... Kannst du schwanken? Der schwankt ja auch nicht. Was zum Teufel? Jetzt brauchst du einen Schwanken, das gefällt mir nicht. Finde ich sehr unproduktiv. Komm schon. Die kriegen wir kalt. Hälfte ist weg vom Leben. Und dann nochmal diesen hier. Dann gibt es gleich nochmal wieder eine Chain Attack oben drauf. Und zwar genau jetzt. Mit Ricky muss ich mal dringend heilen gerade. Ich denke, ich bin ja dann, wenn es gerade am Sterben. Das kann ja so nicht sein. Also, 21. Dumben! Ja. Hätte mehr sein können, aber okay. So. Fix wieder ein bisschen aufbauen. Oh, wir haben schon fast wieder volle Leiste. Was? Oh, nein, Dumben! Dammit. Aufstehen, guter Mann. Muss dich entschuldigen. Kann jedem passieren. Ja, mir nicht normalerweise, aber allen anderen ist es okay. Na, auf mich. Ja, hau rein. Trifft aber nur mich offenbar, obwohl es ja auch wieder so eine Rundumattacke zu sein scheint. Ich will nicht angegriffen werden. Lass das mal bitte. Danke. Ah, schnell. Haha, abgewehrt. So, der ist quasi hin. Edge, super Schutz. Quasi. Und weg damit. Yeah. War nicht so schwer. Was haben wir da Schönes? Gebirgsspeer und Kiefernagel. Zwei Waffen für zwei, die ich habe. Endlich mal. Eine schlechte Waffe für den ich habe. Das gefällt mir nicht. Naja, zwei Sockel okay, aber Crit ist auf 0 runter und der Schaden ist ja wirklich, das ist ja lächerlich. Wie sieht's bei dir aus? Hier ist es okay. Bisschen wie ein Crit, okay, da kann ich leben, aber ach, nur ein Sockel. Dürft trotzdem letztendlich auf mehr Schaden hinauslaufen. Das habe ich jetzt 6, 6 und 8, 7. So. Und jetzt nochmal den Min-Angriff, würde ich mal sagen. Oder Max, ich habe keinen. Wo ist der Min denn hier? Das war ein minderwertiger Min-Angriff. Egal, ist trotzdem ordentlich stärker geworden. Ich hatte. Weil ich hatte 6. 7 gehabt und 9 irgendwas, oder? Ich glaube, ich habe das vielleicht doch. Mal Moment, ich nehme eben das mit rein. Das ist eh der höhere Prozentwert letztendlich. Ja, ja, so ist deutlich mehr. Also auch minimal ist jetzt tatsächlich höher als vorher und maximal ist nochmal ein Stück weit höher. Passt soweit.